beim VfB Stuttgart laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Die Schwaben haben den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga angesichts von 9 Punkten Vorsprung auf Platz 16 quasi in der Tasche. Im Sommer soll der Kader vor allem in der Breite verstärkt werden. Erste Namen machen schon die Runde. So berichtet die Bild von einem Interesse der Schwaben an Kevin Mbabu vom Schweizer Tabellenführer Young Boys Bern. Der 23-Jährige beackert zumeist die rechte Abwehrseite, ist in der Defensive aber flexibel einsetzbar. Trotz seines zarten Alters verfügt der Eidgenosse über beachtliche Erfahrung. Im Trikot des englischen Traditionsvereins Newcastle United durfte Mbabu vor einigen Jahren Premier League Luft schnuppern. Nach dem Abstieg der Magpies verließ er den Club 2016 Richtung Heimat und schloss sich Bern an. In der aktuellen Spielzeit glänzte der dynamische Verteidiger in 40 Einsätzen mit 2 Toren und 6 Assists. Der Sohn eines Franzosen und einer Kongolesin ist noch bis 2020 an die Young Boys gebunden. Stuttgart müsste also eine Millionenablöse auf den Tisch legen, um Mbabu ins Ländle zu locken. Hinten rechts herrscht akuter Handlungsbedarf beim VfB. Erst vor wenigen Tagen hat sich Routinier Andreas Beck einen Kreuzbandteilriss zugezogen. Wann der Ex-Nationalspieler ins Training zurückkehrt, ist völlig unklar. Ein potenzieller Ersatz scheint immerhin schon bereit zu stehen.